In dieser Folge. Kommt's auch mit rein? No, heute nicht. Worum geht's? Was heißt Kampf mit uns selbst? Jeder hat es mit sich selbst zu kämpfen, verstehst du? Allahu Akbar. Allahu das Akbar. Darf man ja wohl noch sagen hier am Dom, ne? Folgendes. Ja. Die letzten 3 Jahre waren für uns alle ja emotional sehr belastend und anstrengend gewesen. Wir haben sehr viel gelernt über unsere Mitmenschen, über Beziehungen, über das System und über die Medien. Was hast denn du gelernt in den letzten 3 Jahre über dich selber und über die Mitmenschen, was du sagst 2024? Das muss sich ändern. Zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was einem vorgegaukelt wird in den Medien. Ja. Und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Ich sag mal, ja, Corona hat auf jeden Fall nicht geholfen, die jugendliche Naivität zu behalten. Gucken wir verschiedene Meinungen an, auch die andere Seite immer, nicht nur immer, einfach, was in dem Fernsehen ist, weil das ist einfach nur, die zeigen nur das, was du sehen sollst, sag ich mal, ne? Also meiner Meinung nach. Okay, also euer Vertrauen in die Politik, in die Medien, die Regierung ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Nein, ist tot. Was auch gut sein kann, also dass wir durch Corona aufgewacht sind, dass wir unser Leben ernst nehmen müssen, dass wir vielleicht die Politik, den Medien vielleicht nicht ganz trauen können. Und dass man, dass das System nicht dafür da ist, uns quasi glücklich zu machen, sondern dass wir halt einfach gucken sollten, dass wir uns selber irgendwie vorn bewegen und an unseren Zielen arbeiten und ja, selbstständig einfach das tun, was uns glücklich macht. Besonders seit Corona habe ich das Gefühl, dass die Leute viel diskutieren, sich nicht mehr zuhören, vor allem, dass man gar, also es wird nicht mehr diskutiert oder... Also nur anschreien! Die schreien es nur an die ganze Zeit! Ja. Genau, also das meine ich auch. Das, ich glaube, das ist ein großes Problem. Ja. Weil mittlerweile ist ein bisschen schwierig geworden, wie man miteinander umgeht. Es wird immer kälter. Ja, mehr als kalt. Also vor allem durch Corona ist das zwischenmenschlich auf der Strecke geblieben. Man hat Angst, sich zu treffen, man hat Angst, sich zu berühren. Man gibt gar nicht mehr die Hand beim Hallo sagen, ne, was früher die Norm war, eine Form von Anstand. Man kann nicht mehr Menschen so vertrauen wie früher, finde ich persönlich. Freunde, Beziehungen, okay. Auf Arbeit. Früher, da haben die Leute direkt von mir ein Vertrauen bekommen. Jetzt habe ich mir wirklich umgehört und habe sie gut an mein Handy angeschrieben, dass ich jetzt ein paar Wochen warten, um wirklich dann mehr Privates dann zu bereden, natürlich. Es geht. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Schlimmes auf der Welt. Aber ich finde, man muss auch immer irgendwo ein bisschen mehr das Positive sehen. Und es gibt ja auch super tolle Leute. Und ich finde, dann fokussiere ich mich eher auf die guten Leute. Ja, unter anderem das halt einfach weg von Menschen, die einem nicht gut tun und einfach mehr Zeit mit den Leuten verbringen, wo man merkt, da ist mehr ein bisschen Empathie, da freut sich jemand für dich, wenn du was schaffst. Einfach so auf Kleinigkeiten einfach achten, ja. Das nimmt man halt mit, dass man mit den Leuten mehr Kontakt hat und mit den anderen eher weniger. Haben wir ein Problem mit Egoismus in der heutigen Gesellschaft, wo wir einfach sagen, viele Menschen denken nur an sich selber? Ja, schon, auf jeden Fall. Aber ist das denn ein Wunder, wenn alles immer schwieriger, alles immer anstrengender wird, wenn immer mehr Probleme da sind, dann zieht man sich einfach innen zurück, zieht eine Maske auf und sagt einfach so, ich scheiß auf alle jetzt. Genau, ich merke es an mir selber auch. So ist das? Ja. Aber das sollten wir eigentlich nicht tun. Eigentlich nicht, ja. Deswegen sage ich ja, das ist ja auch nicht nur an die Leute, sondern auch an mich selber. Einfach ein bisschen offener sein. Auf die anderen achten, genau. Auch. Und das müssen wir eigentlich sehen, dass die Menschen, die hier so herumlaufen, die tun zwar alle so, als wären sie ihre Maske, als wären sie ihr Ego, aber in jedem von uns, da steckt das innere Kind ja noch drin. Das muss man eben bei manchen mit ganz, ganz viel Liebe rauskitzeln, weil die haben so viel Kälte erfahren, diese Menschen, dass sie ihre Seele verstecken mussten. Sie haben so viel Schmerz, sie haben so viel Leid, dass sie keinen anderen Weg haben, aus ihrer Seele zu verstecken. Und die Seele kriegst du nur wieder frei mit Liebe. Richtig. Dieses Maskentragen ist ein großes Problem einfach. Ne? Du kriegst das von überall eingetrichtert. In jeder Gesellschaftsform, in der du dich befindest, musst du irgendwie anpassen. Du darfst nicht anecken. Und genau aus diesem Grund fangen die Leute an, dann auch vielleicht kalt zu werden. Und ja, wie gesagt, bloß nicht auffallen, damit man dann negative Kommentare, Feedback bekommt etc. Und dann geht sowas mal halt verloren so ein bisschen, ne? Oder gerät in den Hintergrund, weil verloren, glaube ich, ist das nicht. Das hat jeder irgendwie mehr oder weniger in sich. Man sollte einfach mal wieder dazu bereit sein. Die Seele auch mal zu zeigen. Genau. Und sie nicht immer nur hinter einer Maske zu verstecken. Genau. Ob eine virtuelle oder die Corona-Maske, ist ja im Endeffekt alles dasselbe. Genau. Ist alles derselbe Müll. Genau. Ja. Genau. Man kann einfach nur als bestes Beispiel vorangehen, das ist alles, was man machen kann. So. Zu lächeln oder Freude verteilen, das steckt an. Und verstehst du, wenn du Liebe gibst, kriegst du Liebe zurück. Aber warum solltest du Liebe geben andere Mitmenschen, die alle ja so kalt sind und jeder egoistisch ist und nur an sich selber denkt? Also wir wünschen uns zwar eine neue und bessere Welt, aber das ist halt eben sehr schwer, weil wir sagen, die anderen sind halt eben so und deswegen sind wir halt dann genauso. Genau.
genau, das wäre das Falsche, so zu handeln. Also wenn man dann wieder kalt ist. Also ich glaube, wenn man das austrägt, dann sieht der Mensch, okay, man kann es auch anders machen. Aber bei manchen Menschen gibst du Liebe. Und was machen sie daraufhin? Sie merken, dass sie bei dir machen können, was sie wollen. Und dann nehmen sie alles raus, was sie können bei dir. Dann Abstand. Ja klar, musst Abstand halten. Du musst wissen, wen du Gesicht gibst und wen nicht, würde ich sagen. Und was passiert, wenn du den falschen Leuten Gesicht gibst? Ja, dann verwechseln die vielleicht Nettigkeit mit Schwäche oder so, beispielsweise. Und dann, wie geht man mit den Menschen um? Entweder mitreißen, pushen, inspirieren oder Scheiß drauf, hinter sich lassen. Manche Leute haben Blockaden im Kopf, das geht einfach nicht. Mit denen kannst du nicht. Egal wie oft du es mit denen versuchst, da hast du keine Chance. Weil die Energievampire ziehen die Energie die ganze Zeit bei dir halt raus. Wenn sie darauf dann anspricht, dann geben sie es nicht zu. Ums Verrecken nicht zu, obwohl sie die Realität ja kennen. Ja. Also ich weiß nicht, es ist natürlich energieaufreibend, diese Liebe weiterhin zu geben, aber man soll sie nicht ausschließen und vielleicht irgendwann, keine Ahnung, macht es bei denen auch einen Klick. Irgendwann wird der ein oder andere mal sehen und sich auch mal hinterfragen nach einer gewissen Zeit. Ich habe jetzt so viel Liebe, Freude etc. von dem gesaugt und er lässt sich immer noch nicht unterkriegen. Vielleicht sollte ich das mal ändern. Aber das sind doch echte, wahrhaftige Menschen, die es schaffen, auf Bösartigkeiten weiter mit Liebe zu regieren. Ja. Der hat dich schon geschlagen, du hältst die zweite Wange, dritte auch noch hin und sagst, ich gebe dir immer noch die Liebe. Ich werde jetzt nicht mich zurückziehen, sondern ich glaube immer noch an dich, weil ich weiß, dass deine Seele ja die Realität kennt und sie ja spürt und deswegen glaube ich weiterhin an dich und ich weiß, dass die Veränderung einfach Geduld braucht und dass wir dann mit der Zeit eine bessere Welt dann aufbauen können, weil Liebe ist der einzige Weg. Absolut, definitiv. Das Spiel des Lebens ist halt nicht so einfach, ne? Also es kommen natürlich schwere Schicksalsschläge oder sonst was oder man erfährt Kälte von anderen Menschen, denkt, das ist die Norm, dass man das den anderen auch so weitergeben muss und ich glaube, man muss an seiner eigenen Tür erstmal kehren, dass man so ein bisschen inneren Frieden findet und dann das weitergeben kann, weil ich meine, wenn man mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist, dann ist es schwer, das auch hinauszutragen. Aber da müsstest du den Kampf mit dir selber führen und in den Spiegel schauen und eben Dinge auch dir eingestehen. Ja, das ist unangenehm, das muss man auch machen, ja. Das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist bei Gott das Unangenehmste, was du machen kannst, weil dafür musst du ja bei der Wahrheit bleiben. Der Schlüssel ist die Arbeit an selbst. Ein Energiefeld erschaffen, um sich selbst herum Menschen anziehen, wie hier den Bruder, weißt du, damit man zur richtigen Zeit genau das Richtige tut. Das ist die Lösung. Friedvoller Krieger bedeutet auch der innere Krieg. Genau, der Krieg im Inneren, der große Dschihad. Allahu Akbar. Also eigentlich sagst du, dass wir 24 Stunden einen Kampf mit uns selbst führen? Das fängt schon beim Aufstehen an, zur Arbeit. Ne? Du kämpfst erstmal gegen deinen Wecker. Machst erstmal 1 gegen 1 gegen deinen Wecker. Das heißt also, wir wüssten, dass wir eine innere Stimme haben, die eigentlich das und das gerne möchte, aber aus irgendwelchen Gründen tun wir es dann nicht. Also wie kann das denn sein, dass wir eigentlich gerne so und so sein würden, aber in der echten Realität dann, da haben wir es irgendwie dann nicht. Ist ja schon komisch. Ja. Weiß ich es auch nicht. Gut, das ist mein eigenes Problem, würde ich sagen. Damit hat niemand was zu tun. Das ist einfach nur mein innerer Kampf. So. Aber die meisten Menschen geben dann die Verantwortung ab und sagen, dass die anderen daran schuld sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, das machen die meisten. Überall, in jeder Gesellschaft. Also überall, wo man auf Menschen trifft, gibt es immer wieder einen oder der andere, der dann sagt, ich bin für das Leid nicht verantwortlich und gebe das ab. Das ist halt sehr dumm, so zu denken, weil du gibst halt Macht ab an andere Menschen. Ja, korrekt. Du bist dann quasi gefangen in so einem Kreislauf, wo du selber nicht rauskommst. Dann bist du in der Opferrolle drin, was zwar sehr angenehm sein kann im ersten Augenblick, weil dann sind die ja daran schuld, aber es bedeutet auch im Umkehrschluss, dass du nichts verändern kannst. Natürlich, Schimmer. Wenn ich jetzt nicht ins Gym gehe oder so, dann ist es ja meine Schuld. Und wenn du halt dein Leben irgendwie in die richtigen Bahnen lenken willst, sollst du halt irgendwie bei dir anfangen. Was machst du falsch? Was mache ich richtig? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Das ist die Frage, die man sich mal stellen sollte. Das ist jedes Jahr so. Ob man es macht, ist die andere Frage. Man muss selber damit fertig werden, beziehungsweise man darf nicht enttäuscht von sich selbst sein, wenn man mal nicht das schafft, was man sich vorgenommen hat. Weil manchmal ist es einfach unrealistisch und man sollte sich realistische Ziele setzen. Und dann ist das auch okay, wenn man dann die Sachen, die man sich heute vorgenommen hat, dann morgen macht. Aber das heißt also, du hast einen inneren Plan und den versuchst du auch so gut wie es geht nach außen umzusetzen. Also du versuchst innen und außen zu verbinden und der Mensch im Außen zu sein, der du im Inneren eigentlich auch bist. Ja. Auf jeden Fall. What's important is to keep going and keep doing and keep the fight going. Yeah. Ja, den Kampf fortsetzen, das müssen wir jeden einzelnen Tag. Und für mich fängt es morgens bereits damit an, indem ich Eisbaden gehe. Und das mache ich deswegen, um direkt morgens in die höchste Realität zu wechseln und nicht im Bett liegen zu bleiben und zu snoosen, wie ich es früher gemacht habe, sondern aufzustehen und direkt das Richtige zu tun. Und ich kann mir nichts Schwierigeres vorstellen, als direkt Eisbaden zu gehen, weil die Stimmen im Kopf mir sagen, bleib lieber liegen. Was sage ich aber? Ich bin der Chef der Stimmen, ich kontrolliere sie und ich kämpfe mit mir selbst und ich gehe einfach in dieses Eisbad rein. Und seitdem ich das mache, ist mein Leben ein Klacks geworden.
Denn Dinge wie zum Beispiel Spülmaschine ausräumen oder Wäsche aufhängen, was ich früher vernachlässigt habe, ist inzwischen für mich einfacher. Denn wer Eisbahn gehen kann, kann auch seine Wäsche aufhängen, oder nicht? Und abgesehen davon ist das Glücksgefühl, nachdem du dich überwunden hast und dich der Angst gestellt hast und sich für die höhere Realität entschieden hast, einfach gigantisch. Das Gefühl, wenn ich aus dem Eisbaden komme und mich überwunden habe, direkt morgens nach dem Aufstehen, ich fühle mich so, so gut danach, weil ich das Richtige getan habe und den Kampf der Stimmen gewonnen habe. Denn wenn du den einfachen Weg wählst, wird dein Leben schwer, aber wenn du den schwierigen Weg wählst, wird dein Leben einfach. Fangen wir also damit an, uns selbst zu verändern, bevor wir die Welt verändern wollen, und gehen gemeinsam den Weg des friedvollen Kriegers und kämpfen erstmal mit uns selbst, bevor wir unsere Kämpfe immer in die Außenwelt projizieren. Ich wünsche dir auf diesem Wege im Jahre 2024 viel Erfolg. In Liebe, dein friedvoller Krieger. Ich gehe jetzt gleich da Eisbaden. Was denkst du darüber? Mutig. Also ne? Es ist eine Überwindung, aber wenn man drin ist, tut man sicher was Gutes. Für uns ist es immer auch. Also. Kommst du auch mit rein? Nein, no, heute nicht. Aber morgen schon. Morgen schon. Wahrscheinlich, ja, genau. Und das mache ich jetzt seit 30 Tagen am Stück. Wie denkst du darüber? Okay, wow. Du bleibst dran, also so? Rein da, wie jeden einzelnen Tag den Kampf für mich selber führen. Jawohl, Bruder.